Bonjour. Bonjour, genau. Ja, hallo, einen schönen guten Tag und erstmal vielen Dank für die Geduld heute. Leider mussten wir die Pressekonferenz verschieben, weil Lucien Favre einen grippalen Infekt hat und infektiös ist auch und heute nicht bei der Mannschaft sein kann. Deswegen umso wichtiger, dass Michael Zorc ein paar Termine verschoben hat und die PK heute mit euch machen kann. Extra für euch. Extra dafür, genau. Wir sprechen heute über das Spiel morgen gegen Hoffenheim. Eine Info vorweg, aufgrund des Todes von Rudi Assauer wird die Mannschaft mit Trauerflor spielen und es wird selbstverständlich auch im Vorfeld des Anstoßes eine Gedenkminute geben. Ja, jetzt bitte ich um eure Fragen zum Spiel. Wir beginnen bei Peter Schwennecker. Ja, wie geht es Lucien Favre und ist es überhaupt sicher, dass er morgen auch auf der Bank sitzen kann? Ja, von meiner Seite auch gute Besserung natürlich an ihn. Er hat die letzten Tage ja schon gekränkelt, ihr habt das ja mitbekommen. Er konnte kaum sprechen und jetzt ist es letztlich da richtig flach und wir werden morgen im Laufe des Tages oder des Vormittags entscheiden, ob es geht und ob es Sinn macht, dass er auf der Bank sitzt. Heute ist er nicht dabei. Ich Anschluss, was wäre der Plan B? Wir wollen keinen Trainer neu verpflichten. Nein. Nein, Lucien wird schon im Austausch mit seinen Co-Trainern sein und die werden das dann, denke ich, regeln, wobei wir immer noch hoffen, dass er morgen dabei ist. Ne? Uli Klose für RTL, bitte. Wie groß ist die Zuversicht, dass morgen keine Beleidigung, keine Schmähung kommen und was hat man im Vorhinein gemacht, um das alles so ein bisschen zu entschärfen? Ja, das ist natürlich unsere große Hoffnung, dass es zumindest keine Plakate, wir kennen ja dieses unselige Fadenkreuz, was wir schon in Hoffenheim zweimal gesehen haben, oder andere Banner, die irgendwo auch justiziabel sind, dass die einfach unterbleiben. Wir haben natürlich auch im Austausch dazu aufgerufen, das ist jetzt ganz klar, weil wir das nicht sehen wollen. Wir sind allerdings auch nicht für jeden Wortbeitrag verantwortlich und den können wir auch nicht kontrollieren von uns aus. Wir haben im Nachgang des letzten Spiels, Sascha, korrigier mich, ich glaube zwei Tage nach dem Spiel auch die Behörden in Sinsheim gebeten, uns die Untersuchungsergebnisse zu übergeben, damit wir das entsprechend auch verfolgen können. Das ist bis heute nicht passiert und wenn man keine Namen hat, dann ist es natürlich auch schwierig, da weiter vorzugehen. Es ist auch, um da nochmal einzuhaken, Uli, es ist in Deutschland auch aufgrund des Datenschutzes teilweise sehr schwierig. Also wir bekommen ja auch als Medienabteilung immer die Fragen, was tut ihr, um die Täter zu ermitteln, wie geht ihr mit denen um? Also wir wissen alle genau, dass diejenigen, die justiziablen Plakate hochgehalten haben, Masken getragen haben. Trotzdem kann es sein, dass einige durch die Sicherheitsbehörden und durch die Polizei vor Ort ermittelt worden sind. Wir haben, wie Michael gesagt hat, zwei Tage nach dem Spiel darum gebeten, uns die Ermittlungsergebnisse mitzuteilen. Das ist eben nicht passiert und wir können natürlich auch keine Phantome jagen. Ja? Also wir sind auch schon darauf angewiesen, dass man uns mitteilt, was man dort ermittelt hat. Das ist an dieser Stelle nicht geschehen. Nichtsdestotrotz, und das soll jetzt bei weitem keine Ausrede sein, haben wir sehr, sehr intensive Gespräche mit allen Beteiligten geführt in den letzten Wochen, einfach um klarzumachen, dass wir null Toleranz sehen für justiziable Aktionen und Plakate. Aber wer 81.000 Menschen im Stadion hat, der weiß auch, wir können nicht jedem einen zur Seite stellen, um jeden Gesang zu kontrollieren. Das ist hier nicht möglich, das ist beim DFB bei Länderspielen auch nicht möglich. Also da müssen wir alle ein bisschen realistisch sein, denke ich. Aber nochmal, nicht, dass da ein falscher Zungenschlag reinkommt. Also wir verurteilen das, absolut, was da auch passiert ist in Norwegen, auf Schärfste. Wir haben es entschuldigt auch direkt nach dem Spiel und können nur hoffen, dass das morgen eben ausbleibt. Vor allen Dingen erhoffe ich mir auch mehr eine Unterstützung unserer Mannschaft, als dass es gegen den Gegner geht oder gegen einzelne Personen des Gegners geht. Ich glaube, das hat die Mannschaft sich verdient in den letzten Wochen und Monaten und jetzt gerade auch in einer Phase, wo der ein oder andere Spieler vielleicht nicht zur Verfügung steht, ist es, glaube ich, dringend notwendig. Ja. Wir alle und die Mannschaft wünschen uns vor allem ein friedliches Fußballspiel mit einer tollen Stimmung. Wir hoffen, das gelingt. Ich habe da hinten die eine oder andere Frage gesehen. Harald Grundmann, bitte. Michael, wie ist die Situation beim Marco Reus?
Kann er spielen? Wie schwer ist er verletzt? Ja, Marco hat im letzten Spiel eine Muskelverletzung erlitten und wird morgen nicht spielen können, also fällt aus. Markus Back. Wie sieht es dann aus für die Champions League nächste Woche? Kann man schon absehen, wie lange er ausfällt? Und wie sieht es bei den beiden Torhütern aus, die krank waren? Das werden wir Anfang nächster Woche entscheiden, wie es genau weitergeht. Jetzt erstmal für das nächste Spiel steht er nicht zur Verfügung. Bei den Torhütern haben wir, bei beiden Torhütern haben wir begründete Hoffnung, dass sie heute dann auch gleich im Anschluss trainieren können und dann auch morgen zur Verfügung stehen. Tobias Jören für die Ruhrnachrichten. Dann mache ich die Fragen nach dem Personal komplett. Lukas Piszczek war auch noch ein Wackelkandidat, der war jetzt gegen Werder nicht im Kader. Marcel Schmelzer und Jadon Sancho sind da auch ausgefallen. Wie sieht es dann bei den übrigen, ich sag mal, fraglichen Spielern aus? Ja, wir hoffen auch, dass Lukas gleich trainieren kann. Jadon und Schmelzer haben schon trainiert die Woche, sind aber auch ein bisschen geschwächt. Da muss man sehen, ob es direkt für die Startelf reicht. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Das wird auch wahrscheinlich sehr kurzfristig entschieden. Sven Hausmann, Radio 91.2. Herr Zock, wie erwarten Sie Hoffenheim morgen? Eigentlich ja auch eine Mannschaft, die nach vorne spielen möchte, wie auch der BVB. Vermuten Sie, dass das ein bisschen eher Richtung Defensive gehen wird, wo Hoffenheim so ein bisschen aktuell aufgrund von einem Sieg in 10 Spielen schwächelt? Oder glauben Sie, die machen volle Karacho nach vorne? Hoffenheim hat, glaube ich, selten sich bewusst oder absichtlich hinten reingestellt, sondern hat auch immer gern einen offensiven Spielstil gepflegt, auch in den letzten Monaten, unabhängig von den Ergebnissen. Ist eine körperlich robuste Mannschaft, muss man sagen, die sicherlich auch im Spiel nach vorne ihre Stärken hat. Sie haben zum Beispiel einen Großteil ihrer Tore auch in der zweiten Halbzeit erzielt, kann man daran ablesen, körperlich fit. Wir hingegen haben in der zweiten Halbzeit sehr wenig Gegentore kassiert, also ist vielleicht auch interessant, das morgen zu sehen. Bitte Kevin Kraft für die Bild-Zeitung. Das ist eigentlich eine relativ einfache Frage. Ist Marco Reus in der momentanen Verfassung überhaupt zu ersetzen? Bitte? Ist Marco Reus in der momentanen Verfassung überhaupt zu ersetzen? Ja, ich glaube, Marco, in dieser Verfassung fehlt jeder Mannschaft, das ist doch ganz klar, aber wir müssen es, ich glaube, jeder Spieler muss irgendwo ersetzt werden. Das wird die Aufgabe der anderen morgen sein. Aber wir hätten ihn lieber dabei. Emilian Philipp ein Kandidat dafür beispielsweise? Das weiß ich nicht. Also er hat die Position schon gespielt, aber wie das dann morgen aussehen wird, ich habe keinen Trainerschein. Harald Grundmann, bitte. Michael, die Mannschaft hat jetzt den ersten die erste große Enttäuschung wegstecken müssen mit dem Pokal aus. Was denkst du, ist diese Truppe da auch schon gefestigt genug, um das wegzustecken? Und hinzu kommt, es war ja auch ein sehr, sehr anstrengendes Spiel. Ja, ich denke, es geht jetzt auch so schnell Schlag auf Schlag. Jetzt 4 Tage danach geht es in der Bundesliga weiter, dann weitere 4 Tage Champions League in Tottenham. Ich glaube, der richtige Weg ist, das Thema einfach auch abzuhaken. Wir wären gern weitergekommen, weil der Aufwand war der gleiche, ja, bis zum Elfmeterschießen dann. Aber es bringt jetzt nicht zu viel darüber zu grübeln, sondern sich jetzt auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Und das ist eben morgen Hoffenheim, die letzten Spiele, auch über Jahre betrachtet, waren eigentlich immer sehr eng, egal ob das hier zu Hause war oder in Hoffenheim. Ausnahme das Spiel im letzten Mai, das war nicht eng, das war relativ deutlich. Da haben wir dann ja auch spätestens dann die entsprechenden Lehren rausgezogen. Also das wird ein interessantes Spiel morgen. Das war's. Sind alle wunschlos glücklich oder gibt es noch Fragen? Bitte schön. Ja, ich mache Entschuldigung, das war ein Fokus Sport. Leonardo Bittencourt kommt morgen zurück. Er hat ja auch mal hier bei Dortmund gespielt. Also Leo Bittencourt kommt zurück, hat für eine Zeit bei Dortmund gespielt. Herr Zock, wie haben Sie die Entwicklung von Bittencourt so verfolgt? Wie sehen Sie ihn so jetzt?
Ja, hat sich sehr gut entwickelt, hat ja bei uns mehrheitlich offensiv auf der Seite gespielt, ist jetzt auch spielt dort auch zum Teil noch, teilweise auch mehr im Mittelfeld. Ist ja nicht seine erste Station nach dem BVB, in Köln war er dann auch schon, und Leo war immer ein sehr guter Spieler und das haben wir weiter verfolgt. Damals war es vielleicht zu früh bei uns, ich weiß es nicht genau, warum es dann nicht schlussendlich funktioniert hat, aber ich glaube, dass er ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler ist. Und nebenbei bemerkt, ein ganz feiner Kerl. Das kommt noch hinzu. Ja. Sascha Baczynski, Sky Sport News HD, und danach Sven Hausmann. Herr Zorc, Sie haben unlängst bei einem Interview auf der Homepage des BVB über den Jugendfußball gesprochen, haben gesagt, dass man bei den 17- bis 21-Jährigen im internationalen Vergleich hinterherhängt in Deutschland. Vielleicht können Sie dafür das nochmal kurz ausführen, dafür nochmal den Grund nennen und ja, sagen, wie Sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind und wie man das vielleicht lösen kann. Ja, den Grund kann ich Ihnen nicht schlussendlich nennen. Es war eine Feststellung der Situation, die wir einfach vorfinden, dass wir im Moment oder aktuell im absoluten Top-Talente-Bereich eher einen französischen, neuerdings auch einen englischen Spieler finden. Spanier waren schon immer extrem gut ausgebildet. Und das Gefühl ist, dass was wir haben, was aber auch in den Gesprächen mit meinen Kollegen von anderen Bundesligisten ebenso vorhanden ist, oder eben auch, wir haben mit der Spitze des DFBs gesprochen. Ich habe Ende letzten Jahres hier ein Treffen gehabt mit Olli Bierhoff, mit Stefan Kunz, mit dem U20-Nationaltrainer noch. Und das war das gleiche Empfinden. Das kann man letztendlich auch an den Ergebnissen der U-Mannschaften feststellen. Ja. Und können sich vielleicht auch noch 10 Jahre zurückerinnern, da haben wir uns alle beklagt, boah, die Engländer, die fallen in Deutschland ein und kaufen die besten Talente weg. Das machen die gar nicht mehr, weil sie mittlerweile selbst entwickelt haben. Ja. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir zumindest im Moment nicht absolute Spitze darstellen. Okay. Herr Zorc, als was für einen Menschen werden Sie Rudi Assauer in Erinnerung behalten? Das würde etwas länger dauern, wenn man das vollumfänglich umschreiben würde. Ich habe ja auch zu meiner Anfangszeit auch mit ihm zu tun gehabt, als Kontrahent, als Manager von Schalke 04. Ich glaube, er ist ein sehr charismatischer, aber grundehrlicher Typ gewesen, wo noch der Handschlag und das Wort galt und darüber hinaus die ersten Erinnerungen, die man hatte, wenn man als Junge dann hier als BVB-Fan oder als Jugendspieler groß wird, dann guckst du natürlich, was war der letzte Erfolg oder der größte Erfolg, und das war 66 und da war er BVB-Spieler, als wir den ersten Europapokal gewonnen haben. Ich glaube, dass er ein richtiger Kumpeltyp war, der eben auch perfekt zum Ruhrgebiet gepasst hat, obwohl hier nicht geboren. Gut. Schauen wir mal in die Runde. Keine weiteren Fragen. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns morgen im Signal Iduna Park. Bis dann. Tschüss. Da bist du.